Es ist Sonntag, der 21. Juli 2019. Dies ist ein Interview für die Sendung Macht und Menschenrechte von unser Politikblog. Mein Name ist Volker Reusing. Ich begrüße heute Abend Herrn Rechtsanwalt Michael Augustin, der am 25. Mai Verfassungsbeschwerde eingereicht hat für Dokumentarfilmer gegen die Datenschutzgrundverordnung. Guten Abend, Herr Augustin. Ja, guten Abend zusammen. Herr Augustin, in Ihrer Ankündigung, als Sie angekündigt haben, dass Sie Verfassungsbeschwerde einreichen werden, haben Sie sich bezogen auf den Artikel 85 EU-Datenschutzgrundverordnung. Darin ist ja eine Verpflichtung enthalten, auf nationaler, einfach gesetzlicher Ebene, jeweils in den einzelnen Mitgliedstaaten, die für den Schutz von Meinungs- und Pressefreiheit notwendigen Ausnahmen von der Datenschutzgrundverordnung zu machen. Ich nehme an, dass Sie sich darauf beziehen, mit dem Presseprivileg, was Sie fordern. Genau, also darauf beziehen wir uns. Es ist so, sage ich mal, ein Nebenargument, sage ich mal, oder schon ein Argument, aber es geht hier in der Verfassungsbeschwerde geht es gegen die Untätigkeit des Gesetzgebers, weil der Gesetzgeber nicht in allen deutschen Bundesländern solche Medienprivilegien erlassen hat. Also es wurden schon überall Medienprivilegien erlassen, aber eben in 10 Bundesländern nicht für die Dokumentarfilmer zum Beispiel. Genauso betroffen sind, so wie ich es jetzt einschätze, in 9 Bundesländern auch Telemedien, also die was übers Internet verbreiten wollen, Blogger, YouTuber und eben die Dokumentarfilmer. Und genau, und die DSGVO greift mit ihren Regelungen auch in die Rechte von solchen Personen ein, die ihre Kommunikationsgrundrechte wahrnehmen wollen, also die Filmfreiheit ausüben wollen, die was im Internet veröffentlichen wollen, die ihre Meinung einfach nur sagen wollen, und spiegelbildlich ist es dann auch für Leute, die sich informieren wollen aus diesen ganzen Quellen, also die eben sich aus Telemedien, aus Filmen, aus dem Internet, aus Meinungen von anderen informieren wollen. Die sollen alle eben geschützt werden, dass die weiterhin diese Informationen erhalten und geben können. Und deswegen hat der europäische Gesetzgeber in diesem Artikel 85 DSGVO festgesetzt, dass für diese Bereiche Ausnahmen eingesetzt werden sollen, gesetzlich umgesetzt werden sollen. Und dafür ist jeder Mitgliedstaat der EU selbst verantwortlich, wie er das macht. Was soll das denn beinhalten? Jetzt gibt es ja vielleicht auch Bundesländer, die so eine Art Best Practice haben, auf die man verweisen kann, wie es dann andere Bundesländer auch machen sollten. Ja, also wir haben, es ist jetzt so erstmal, dass es die Landeskompetenz hier betroffen ist, also der Bund. Die Bundesgesetzgebung hat da keinen ist nicht zuständig für die Gesetzgebung, sondern die Landesgesetzgeber, also die Bundesländer, Bayern, Baden-Württemberg und so weiter, wie sie alle heißen. Und von denen hat Bayern, meine ich, dieses Medienprivileg sehr gut umgesetzt, indem es einfach sagt, für journalistische, für künstlerische, literarische, also, in Bayern wurde zum Beispiel das Medienprivileg sehr, sehr gut umgesetzt. Da ist in Artikel 38 vom Bayerischen Datenschutzgesetz geregelt, dass zu journalistischen, künstlerischen oder literarischen Zwecken eben alle möglichen Regelungen aus der DSGVO nicht anwendbar erklärt werden. Und damit ist es, das ist, deswegen finde ich das eine gute Regelung, weil das persönlich keine Einschränkung trifft, sondern es geht nur um die Zwecke. Und dadurch hat man da diese sachlichen Bereiche eben mal kurz beschrieben und sagt dann, da in diesen Bereichen die VO nicht anwendbar. Und wer diese Regelungen anwendet, ist auch schon egal. Also es geht einfach nur darum, wer diese Zwecke umsetzen will, der kann sich auf dieses Medienprivileg berufen. Das bedeutet jetzt auch, dass auch ehrenamtliche Blogger sich darauf berufen können, wenn sie auf Pressezwecke erfüllen, dass jetzt nicht eine Mindestzuschauerzahl oder dass man kommerziell macht, erfordert. Ja, genau. Ja, so hört sich dieses Medienprivileg jedenfalls an. Ja.
In anderen Bundesländern gibt es Medienprivilegien, die klingen vielleicht so ähnlich, aber dann schaut man in den Anwendungsbereich von dem jeweiligen Gesetz und dann betrifft es halt nur öffentliche Stellen. Also dann sind dann nur Behörden davon begünstigt und Privatpersonen oder eben Leute, die ihre Meinung privat kundtun wollen oder Filme drehen wollen oder was auch immer, die können sich darauf dann nicht berufen, weil die eben nicht in den Anwendungsbereich fallen. Und deswegen ist es ein vorbildliches Medienprivileg hier in Bayern. Das Ziel ist jetzt, Dokumentarfilme genauso gut zu stellen wie die Medien in Bayern im Verhältnis zur Datenschutzgrundverordnung. Genau, so ist das Ziel, ja. Also in 10 Bundesländern wurde das Medienprivileg eben nicht so schön umgesetzt, sondern da geht es dann meistens nur um die staatlichen Stellen, dass die hier privilegiert sind. Und ja, jetzt habe ich eben da so ein paar Dokumentarfilme gefunden. Also ich habe 5 Dokumentarfilme gefunden, die Beschwerdeführer werden wollten und die haben dann, die sind halt jetzt in verschiedenen Bundesländern tätig, in denen es kein Medienprivileg gibt und da hoffen wir jetzt eben, dass das Verfassungsgericht wenigstens in einem Fall sagt, natürlich wäre es am schönsten in allen Fällen, dass das verfassungswidrig ist, dass hier das Medienprivileg fehlt. Jetzt haben Sie ja genau ein Jahr dem Anwendungsbeginn der Datenschutzgrundverordnung die Verfassungsbeschwerde eingereicht. Das ist ja möglich in den Fällen, wo es entweder keinen anderen Rechtsweg gibt oder wo es unzumutbar ist, den ganzen Rechtsweg zu beschreiten. Ich denke zum Beispiel an das Luftsicherheitsgesetz-Urteil, da hätte man normalerweise im Verwaltungsgerichtsweg gehen müssen. Aber in dem Fall war es halt unzumutbar, den Kläger, und Sie konnten direkt zum Verfassungsgericht. Warum können Sie hier direkt zum Verfassungsgericht und müssen nicht den Verwaltungsrechtsweg durch? Also es gibt eben im Bundesverfassungsgerichtsgesetz die Möglichkeit und auch im Grundgesetz, dass man gegen Gesetze, die man für verfassungswidrig hält, innerhalb von einem Jahr eine Verfassungsbeschwerde einlegt. Das hat sehr hohe Annahmevoraussetzungen, also es muss da ein öffentliches Interesse an der Sache bestehen, es muss, wie Sie sagen, eine unzumutbare Belastung sein. Und diese Merkmale haben wir alle hier hoffentlich in ausreichender Weise erklärt und hoffen deswegen, dass die Sache jetzt vom Verfassungsgericht angenommen wird. Es kann gut sein, dass das Verfassungsgericht sagt, wir nehmen die ganze Sache gar nicht zur Entscheidung an, weil den Leuten zugemutet werden kann, erst den normalen Rechtsweg zu gehen. Aber wir halten das eben für unzumutbar, weil die dann so aufgehalten werden in ihrer Arbeit, dass eigentlich klar ist, dass die ihre Filme, an denen sie arbeiten, nie fertigstellen werden. Also die können dann so behindert werden in ihrer Arbeit und sind wirtschaftlich auch so im Hintertreffen gegenüber anderen, die da Datenschutzrechte ausüben können, dass die da wahrscheinlich keine Chance haben werden. Also den Verwaltungsgerichtsweg sehe ich hier auch gar nicht so als den gegebenen an, sondern eher den Zivilrechtsweg, weil der Verwaltungsgerichtsweg wäre dann interessant, wenn es da um Datenschutzbehörden geht, die dann da Bußgelder verhängen oder sowas machen und dann kann man dagegen vielleicht den Verwaltungsrechtsweg gehen. Aber bis es so weit kommt, oder das sehe ich nicht so als das große Problem an, weil die Datenschutzbehörden hier wahrscheinlich nicht so den relevanten, oder die sind nicht so das Problem, sage ich mal, aus meiner Sicht, sondern das Problem sehe ich darin, dass die Betroffenen, die in einem Dokumentarfilm beschrieben werden sollen, dass die dagegen vorgehen. Und da wird es dann um den Zivilrechtsweg gehen. Und ja, und der ist eben auch unzumutbar für die Dokumentarfilmer. Ich denke, das hat auch was damit zu tun, dass man ja grundsätzlich auch, man braucht die Einwilligung der Betroffenen, der Person, die man interviewt für den Dokumentarfilm. Die kann die Einwilligung ja auch jederzeit mit Wirkung für die Zukunft wieder zurückziehen. Ja, genau. Also das ist ein großes Problem. Also das sehe ich noch gar nicht so als das größte Problem, aber es ist auf jeden Fall so, dass der Protagonist in einem Dokumentarfilm, der kann jederzeit seine Einwilligung zurückziehen nach dem Datenschutzgesetz, nach der DSGVO. Und die DSGVO ist so vom Prinzip her jetzt mal kein schlechtes Gesetz. So, das ist jetzt mal, die zielt halt darauf ab, dass so große Datensammler wie Facebook oder Google irgendwie reguliert werden, und zwar einheitlich reguliert werden.
und dass die nicht irgendwo sich ihre Schlupflöcher suchen in irgendwelchen Mitgliedstaaten der EU oder sonst wo, wo sie dann schaffen, diese Datensammlerei, sag ich mal, so zu betreiben, wie sie das halt wollen, wie das vielleicht in der EU sonst eben schon als nicht mehr legal angesehen wird. So darf das jetzt mal das der Regelungszweck, sag ich mal, dieser DSGVO. Aber der Dokumentarfilmer, der macht ja ganz was anderes. Also der holt sich einmal eine Einwilligung, filmt dann und arbeitet dann lange Zeit im Schnitt und filmt andere Leute, filmt vielleicht nochmal seinen ersten Protagonisten, weil da irgendwelche neuen Fragen auftauchen. Und irgendwann am Schluss kommt dann da nach langer Arbeit ein Film raus. Und da ist die Situation halt eine wirtschaftliche auch eine ganz andere. Also der Dokumentarfilmer steckt da lange Zeit sehr viel Arbeit in seine Daten, die er da sich erarbeitet. Und die großen Datensammler wie Facebook oder Google oder sonst welche, Amazon, für die ist es ja nur ein kleiner Kunde, der hier keine so wirtschaftlich so große Rolle spielt. Wenn die den irgendwann aus ihrer Datenbank löschen müssen, das ist für die kein großer Nachteil. Aber für den Dokumentarfilmer, der da lange Zeit und wahrscheinlich ohne dass er viel Geld dafür verdient, diesen Film erstellt, ist das ein sehr großes Risiko. Ja, dass die Einwilligung zurückgezogen wird. Ja. Das heißt, er müsste den dann rausschneiden und dann hat die ganze Geschichte vielleicht entscheidende Lücken, vor allem auch wenn es veröffentlicht ist, da muss man sich auch noch darum kümmern, dass es aus dem Netz entfernt wird, nach Artikel 17. Es sei denn, dass es notwendig ist, es veröffentlicht zu lassen, zum Schutz von Meinungs- oder Pressefreiheit. Wer beurteilt dann die Notwendigkeit? Ja, also ich sehe das große Problem ist jetzt nicht nur dieser Artikel 7, in dem es um die Einwilligung geht, sondern auch der, oder noch mehr der Artikel 14, wo es darum geht, dass man einen Dritten benachrichtigen muss, wenn man von ihm irgendwelche Daten erhoben hat. Also da geht es um den Fall, dass der Dokumentarfilmer jemanden filmt, und das ist sein Protagonist, und er erzählt was über jemand anderes. Und dieser andere, der hat irgendwas, sag ich mal zum Beispiel, was Böses getan, und dann will dieser andere, dieser Dritte natürlich nicht, dass dieses Böse, was er angeblich getan hat, in einem Film veröffentlicht wird. Und der wird dann sich dagegen wenden, dass dieser Dokumentarfilm weitergemacht wird. Und genau diesen Bösen, sag ich mal, schützt die DSGVO, und da fängt es an im Artikel 14, wo nämlich dann drin steht, dass der Dokumentarfilmer als derjenige, der für die Datenverarbeitung verantwortlich ist, diesen Dritten über alle möglichen Umstände dieser Datenerhebung informieren muss. Also der muss ihm erklären, was ist das für ein Film, der hier gedreht wird, woher hat er die Daten, also wer hat schlecht über ihn geredet, wie soll der Film verwertet werden, und dann muss er dem Dritten auch noch erklären, welche Rechte er jetzt geltend machen kann. Und diese Informationspflicht hat er innerhalb von einem Monat, nachdem die Daten erhoben wurden, also es geht um eine kurze Zeit, er hat nicht viel Zeit, kommt, dass das erfährt, muss er dem das schon mitteilen, sonst hat er schon wieder Probleme, weil er da Datenschutzrechte verletzt. Und dann hat eben der Dritte die Möglichkeit, dass er da dieses Recht auf Vergessenwerden zum Beispiel geltend macht. Also er kann, bei dem fängt es aber erstmal an, dass er ein Recht auf Auskunft hat. Also der kann dann erstmal sagen, ich will dir alles, was hier in dem Interview über mich erzählt wurde, möchte ich jetzt erstmal sehen. Da möchte ich eine Kopie davon haben. Und dann muss der Dokumentarfilmer eine Kopie auf DVD brennen und dem das zur Verfügung stellen. Dann kann der das anschauen und kann dann da sagen, so hier, diese Aussagen stimmen nicht über mich und hier muss was ergänzt werden. Und da kann der halt, auch wenn er das nur behauptet, kann er die ganze Dokumentarfilmherstellung total in die Länge ziehen, kann das behindern, kann sagen, das stimmt nicht, kann da schon drin rummurksen, sag ich mal. Kann dann auch noch überhaupt widersprechen, dass diese Daten erhoben werden, und kann dann auch dieses Recht auf Löschung geltend machen. Jetzt ist es schon so, dass dieses Recht auf Löschung, dass es da diese Ausnahme gibt, wie Sie gesagt haben, also wenn es um die Meinungsfreiheit oder hier auch um die Filmfreiheit geht und der Film veröffentlicht werden soll, dann hat der Dritte kein Recht, hier die Löschung zu verlangen, aber nur, die bezieht sich dann nur auf die Stellen, oder sein Löschungsrecht bezieht sich nur auf diese Stellen nicht, die im Film dann letztendlich drin sind und veröffentlicht werden. Alle anderen Stellen, was das sonst aufgenommen wurde, in denen der Dritte besprochen wird, da kann der dann Löschung verlangen.
Und damit kann der natürlich dann schon auch dem Dokumentarfilm mal wieder das Leben schwer machen. Das heißt, alles, was veröffentlicht worden ist und wo die Meinungs- und Pressefreiheit überwiegt, das darf dann veröffentlicht bleiben, aber alles andere, was er vielleicht auch noch aufgenommen hat, was auch seiner Absicherung vielleicht dient, das müsste dann praktisch gelöscht werden. Ja, genau. Ja. Aber dieses Löschungsrecht, das ist die Frage, was das jetzt, ob das dann so den Dokumentarfilmer noch nützt, wenn der da den Film dann letztlich da veröffentlichen darf und alles andere aber nicht. Also er weiß ja erstmal lange Zeit nicht, was in den Film kommt. Und solange der Film im Schnitt ist, ist das dann die Frage. Das sind lauter so Fragen, die erst gerichtlich geklärt werden könnten, was da jetzt eigentlich dann die Sache ist. Also da erstmal kann der Dritte dann auch widersprechen, dieser ganzen Datenverarbeitung. Und dann ist vielleicht schon gar keine Rechtsgrundlage mehr da. Und dann kann der da weitergehen und noch mehr Löschung verlangen und Korrekturen verlangen. Also er wird halt dem Dokumentarfilmer das Leben so weit wie möglich schwer machen können. Es gibt es ja für die Datenverarbeitung auch als Grundlage nach Artikel 6 Datenschutzgrundverordnung das berechtigte eigene Interesse. Das ist ja ziemlich offen formuliert. Ich denke, da gibt es ja auch aus der bisherigen Richtlinie wahrscheinlich schon jede Menge an Rechtsprechung, was ein gewisses Maß an Sicherheit bietet. Ja, also was es da an Rechtsprechung gibt, das ist noch sehr, sehr jung und da habe ich jetzt im Dokumentarfilmbereich noch nichts mitgekriegt, dass da was passiert wäre und schon gleich gar nicht in Deutschland. Also da kann man nicht viel damit anfangen, sage ich mal. Auf jeden Fall ist das berechtigte Interesse etwas, was letztlich nur von einem Gericht entschieden werden kann, ob das jetzt vorliegt oder nicht. Also da muss man dann die Güter abwägen, da hat dann der Protagonist oder der Dritte, über den Geschichten erzählt werden, der hat dann ein Interesse daran, dass da seine Persönlichkeitsrechte gewahrt werden und dass diese Geschichten eben nicht an die Öffentlichkeit kommen und der Dokumentarfilmer hat das Recht der Filmfreiheit und will diese Informationen eben gerade in dem Film veröffentlichen. Und welches Recht jetzt mehr wiegt, kann man jetzt so als Beteiligter überhaupt nicht sagen und entscheiden. Also da braucht man dann ein Gericht, was das entscheidet. Jetzt wird natürlich der betroffene Dritte kommen und sagen so, nein, mein Recht überwiegt hier und der Dokumentarfilmer darf hier überhaupt nicht diese Informationen irgendwie nutzen und verbreiten. Und deswegen wird dann der Dritte vor Gericht ziehen und das eben gerichtlich feststellen lassen wollen. Und solange bis das dann vor Gericht entschieden ist, besteht natürlich eine Rechtsunsicherheit. Und dann ist es wieder ein großes rechtliches und damit wirtschaftliches Risiko für den Dokumentarfilm, überhaupt so einen Film zu drehen. Jetzt gibt es ja auch Dokumentarfilme, die sich mit politischen Themen beschäftigen und auch mit politischen Einstellungen anderer Menschen. Und das ist in Artikel 9 Datenschutzgrundverordnung ja als wird es ja mit zu den sensiblen Daten gezählt. Und da haben wir nicht die Ausnahme mit dem berechtigten eigenen Interesse jetzt hier des Dokumentarfilmers. Wie kann man damit umgehen? Ja, da hat man einfach ein großes Problem. Also da braucht man halt dann wahrscheinlich eine Einwilligung. Ich kann mal schnell hier, schau mal hier schnell nebenbei in der DSGVO nach. Ja, da ist es dann untersagt. Also ja. Also das ist natürlich eben, das ist dann genau das Problem. Also dann hat man praktisch noch nicht mal die Rechtfertigung, überhaupt diese Daten zu erheben. Das ist ja gerade bei politischen Reportagen ist das ja dann von erheblichem Gewicht. Politiker haben ja gerade die Angewohnheit, sich herauszustellen und zu sagen, was sie alles besser machen als die Konkurrenz und wo die Konkurrenz alles, was sie alles falsch macht. Ja. Und auch diese ganzen Sachen, die hier genannt sind, also so rassische, ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse, weltanschauliche Überzeugungen und so weiter, die Begriffe, die gehen alle sehr weit. Also die sind schwer abzugrenzen. Also es kann alles politisch oder religiös verstanden werden. Wenn es Missstände gibt, dass Missstände gerade bestehen, weil Leute vielleicht ein Fehlverhalten gerade machen,
weil sie einer bestimmten Gruppierung zugehören, dass ihre Weltanschauung damit reinspielt, dann dürfte man darüber ja ohne Einwilligung der Betroffenen vielleicht gar nicht mehr berichten. Ja, genau. Ja. So ist es. Ja, das ist natürlich ein großes Problem. Die Grundrechte von der Dokumentarfirma, um die es da geht, ich denke, das ist die Pressefreiheit. Welche weiteren Grundrechte sind denn betroffen? Im Artikel 5 Grundgesetz gibt es konkret die Filmfreiheit als Grundrecht. Also man muss das abgrenzen von der Pressefreiheit. Bei der Pressefreiheit geht es um Druckerzeugnisse, vielleicht noch nebenbei um Telemedien, solange die auch noch Druckerzeugnisse veröffentlichen, so sage ich, würde ich das mal darstellen. Dann ist da der Rundfunk noch extra geschützt, wo es um elektromagnetische Wellen geht. Und da ist auch unsicher, ob da die Telemedien drunter fallen. Und dann gibt es eben noch die Meinungsfreiheit und die Filmfreiheit. Und mich interessiert jetzt hier für die Verfassungsbeschwerde nur die Filmfreiheit. Also ich habe jetzt da in den anderen Bereichen keine Beschwerdeführer gefunden praktisch. Oder die haben auch nicht mich gefunden. Und jetzt sind wir halt, also ich meine, ich habe eben gute Vernetzungen in den Dokumentarfilmerbereichen und konnte eben da 5 Beschwerdeführer finden. Was ist mit der Berufsfreiheit? Artikel 12. Ja, die Berufsfreiheit ist genauso betroffen, weil das ja ihre Berufe sind. Ist genauso ein Thema. Wie bewerten Sie die Erhöhung des Bußgeldrahmens von maximal 300.000 auf maximal 20 Millionen Euro, wenn man jetzt die Rechte der Person, zu der die personenbezogenen Daten gehören, verletzt? Ja, also ich finde den jetzt, ehrlich gesagt, finde ich den gar nicht unangemessen, weil das Ganze auf global agierende Unternehmen abzielt. Also für die, wenn jetzt hier im großen Stil von einem international, global agierenden Unternehmen Datenmissbrauch passiert, dann wird man so ein großes Unternehmen nicht anders treffen als mit sehr hohen Bußgeldbeträgen. Und kleinere Fische, sage ich mal, so wie so ein Dokumentarfilm, für die wird eine Datenschutzbehörde wahrscheinlich nie so hohe hohe Bußgelder auferlegen. Also die stören mich jetzt nicht so im Prinzip, diese hohen Beträge. Aber natürlich machen einem solche Beträge Angst. Also der Dokumentarfilmer, der ist schon, wenn so ein Prozess in Aussicht steht, hat er schon ein wirtschaftlich so hohes Risiko, dass er praktisch einpacken kann. Und wenn dann noch dazu kommt, wenn auch nur ein kleineres Bußgeld dazu kommt, dann betrifft es den wirklich sehr hart. Wie sehen Sie die bürokratischen Lasten der Datenschutzgrundverordnung? Ja, genau. Also die bürokratischen Lasten sind natürlich sehr hoch. Vor allem unmöglich zu erreichen. Also es ist schon schwer für einen Dokumentarfilmer, wenn er einen, in Anführungszeichen, normalen Protagonisten hat, dass er von dem sich die Einwilligung holt, die DSGVO-konform ist. Also der muss den ja über alles informieren, was mit dem Film gemacht wird und welche Rechte dieser Protagonist dann geltend machen kann. Und das ist schon schwer und unangenehm, weil er dem alles erklären muss, was eigentlich so oft die Sache erst schwer macht. Also es passiert ja ganz oft, dass einfach auf der Straße irgendwelche Leute für so Meinungen einfach kurz mal gedreht werden. Und wenn man von denen jedes Mal einen Zettel unterschrieben bräuchte, was da an Daten von denen erhoben wird und was dann da, welche Rechte die haben, dann ist es denen viel zu viel Aufwand und dann wollen die lieber weitergehen, weil die müssen im nächsten Geschäft was einkaufen oder irgendwas. Da haben die dann gleich keine Lust mehr, sich sowas durchzulesen. Und das ist schon eine große Hürde, dass man da so viel Informationspflichten hat und erst recht unangemessen wird, wenn man dann auch noch die Dritten informieren muss, über die eigenen Protagonisten im Film sprechen, die dann auch noch alle möglichen Rechte geltend machen. Also da ist eigentlich dann, da kann man eigentlich gleich sagen, ihr könnt mich verklagen und ich gebe dann auf.
Das heißt, es wäre auch wünschenswert gewesen, das genauer auszudifferenzieren, wann jetzt das zum Beispiel das berechtigte eigene Interesse überwiegt, das in Gesetzesform klarzustellen. Ja, das kann man offenbar jetzt hier nicht vom europäischen Gesetzgeber erwarten, aber von den Mitgliedstaaten hätte man das jetzt schon erwarten müssen. Also so wie das in Bayern gemacht wurde, das ist einfach gut und da ist dann jeder geschützt und kann jeder weiter, sage ich mal, wie vorher auch, machen, was er will im künstlerischen, journalistischen, literarischen Bereich. Aber in den anderen Bundesländern wurde das halt irgendwie übersehen. Ich weiß, man würde es da nicht unbedingt unterstellen, dass das bösartig ist. Vielleicht war es bösartig, aber weiß man ja nicht. Ich kenne die Leute nicht, die diese Gesetze gemacht haben. Aber da ist es halt ein großes Problem. Also da ist die hinterlassene riesengroße Unsicherheit und es läuft eigentlich so auf eine Zensur raus. Also weil dann die Leute, die was machen wollen, die müssen dann riesengroße Probleme durch die Datenschutzgrundverordnung befürchten. Und da werden viele dann sich denken, das Risiko gehe ich gar nicht mehr ein. Ja, die Befürchtung haben wir auch gehabt, als wir uns damit beschäftigt haben, dass der Bußgeldrahmen und die Rechtsunsicherheit, dass das ein erhebliches Maß an Selbstzensur bewirken wird und dass dann viele eingeschüchtert sein werden, die davon nicht ausgenommen sind. Also Selbstzensur, dass man das eben selber gar nicht erst macht, aber dann auch die Zensur durch die Dritten, durch die Betroffenen, die dann sagen können, ich bin dagegen, dass diese Daten hier von mir erhoben und verarbeitet werden. Und die haben dann halt auch wirtschaftlich so sind die halt am längeren Hebel. Also wenn man sich vorstellt, man würde jetzt eine investigative Dokumentation drehen über irgendein Automobilunternehmen, was jetzt im Verdacht steht, dass der Vorstand auch wusste, dass da irgendwelche Abgaswerte beschönigt werden. Und man findet einen Ingenieur, der das verrät, dass da der Vorstand das gewusst hat. Da wird man riesengroße Probleme kriegen, vor allem weil dieser Konzern und dieser Vorstand ja auch über wahnsinnig viel Geld verfügt. Also die sind in der wirtschaftlich absoluten Übermacht gegenüber so einem kleinen Dokumentarfilmer, der aus ideellen Gründen so einen Film herstellen möchte. Oder jemand ist dann ganz schnell im Hintertreffen. Oder jemand wie Günter Wallraff zum Beispiel. Ja, genau. Ja, Günter Wallraff, der macht es ja fürs Fernsehen und im Fernsehen gilt wieder ein Medienprivileg. Also sobald man was fürs Fernsehen macht, hat man immer ein Medienprivileg. Das ist im Rundfunkstaatsvertrag geregelt. Aber die freien Dokumentarfilmer, die nur im Kino und nur im Internet ihre Sachen oder nur auf DVD oder in all diesen Bereichen veröffentlichen wollen, die haben eben in 10 Bundesländern kein Medienprivileg. Das heißt, wenn man zum Beispiel einen Whistleblower interviewen will, dann muss man schauen, dass man als Dokumentarfilmer dann in einem bestimmten Bundesland ansässig ist, wo man größeren Schutz hat. Oder als Whistleblower muss man sich dann vorher informieren, welche Firma man geht, damit dieser Schutz besteht. Ja, genau. Also da ist auch noch nicht so ganz genau klar, wo man jetzt da ansetzen muss. Man hat jetzt zwar die Bundesländer, in denen diese Medienprivilegien bestehen, aber da geht es ja immer auch darum, wo die Datenerhebung ist. Also ob jetzt wenn jetzt ein Filmemacher in einem Bundesland ist, wo kein Medienprivileg besteht, dann würde ich jetzt meinen, er kann in ein anderes Bundesland fahren, wo es ein Medienprivileg gibt und kann dann da seinen Whistleblower interviewen, auch wenn er seinen Sitz in einem Land hat, wo es eben kein Medienprivileg gibt. Also es geht da, meine ich, nur um den Ort der Datenerhebung. Aber das ist auch noch nicht gerichtlich entschieden. Ich denke, auch wenn zum Beispiel bei politischen Dokumentationen, wenn man zum Beispiel einen Wahlkampf berichtet und die Politiker reden ständig alle übereinander und es ist für jemanden, der Politiker dann bringt, völlig unberechenbar, über welche von der Konkurrenz er wieder herzieht. Ich denke, das wird auch ziemlich verunmöglicht werden. Ja, man müsste dann da erstmal von diesem Politiker sich die Einwilligung holen oder darstellen, warum man da ein berechtigtes Interesse hat. Aber dann geht es gleich um die politischen Interessen. Dann ist man in diesem Artikel 9. Also bräuchte man eigentlich die Einwilligung. Und dann müsste man, wenn man den filmt, auch immer gleich diese Informationen alle liefern an den, über den er gesprochen hat. Also man hat da
wahnsinnig viel zu tun eigentlich. Und allein das hält einen ja schon von der Arbeit ab. Wäre es vielleicht eine Option, gar nicht mehr, dass der Interviewpartner gar nicht mehr über konkrete Personen spricht, sondern nur noch über Personengruppen? Ja, könnte man sich überlegen, aber es geht immer darum, ob die Personen identifizierbar sind. Also wenn ich da eine Personengruppe habe, dann ist das vielleicht schon, kann man da vielleicht schon sagen, da sind Einzelpersonen identifizierbar und dann bin ich auch schon wieder drin in der DSGVO. Könnten Sie vielleicht noch etwas genauer auf dieses Gesetz in Bayern eingehen? Inwieweit, wo ist da mehr Schutz? Wovon sind die ausgenommen? Also ich habe hier meinen Spickzettel. Also da steht, werden personenbezogene Daten zu journalistischen, künstlerischen oder literarischen Zwecken verarbeitet. Stehen den betroffenen Personen nur die in Absatz 2 genannten Rechte zu? Im Übrigen gelten für Verarbeitungen im Sinne des Satzes 1, Kapitel 1, Artikel 5, Absatz 1, Buchstabe F, Artikel 24 und 32, Kapitel Römisch 8, Römisch 10 und Römisch 11 der DSGVO. Artikel 82 gilt mit der Maßgabe, dass nur für unzureichende Maßnahmen nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe F, Artikel 24 und 32 DSGVO gehaftet wird. Also da werden jetzt alle möglichen Regelungen ausgenommen von der DSGVO, die dann praktisch nicht mehr gelten. Also da gibt es nur diesen Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe F, Artikel 24 und 32 und dann diese Kapitel 8, 10 und 11. Und da hat man halt diese ganzen Informationspflichten dann schon mal nicht mehr. Und jetzt schaue ich nochmal, was der 82 ist. Das ist, glaube ich, der... der 82... Artikel 82 ist Haftung und Schadensersatz. Ja, genau. Der bezieht sich dann eben auch nur auf diesen 24 und den 32 und diesen 5, der da genannt ist. Und das ist natürlich super. Also der Artikel 82 ist nämlich sonst ein großes Problem, weil wenn die ganzen anderen Regelungen noch gelten, dann hat der Betroffene hier immer eine Beweislastumkehr zu seinen Gunsten. Also normalerweise muss ich wenn ich einen Schadensersatzanspruch geltend mache, muss ich genau erklären, was da alles gemacht wurde, warum ich einen Schadensersatzanspruch habe und muss dann auch erklären, warum der andere dafür schuldhaft gehandelt hat. Also ich muss erklären, dass der vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat. Das muss ich alles erklären. Und hier reicht es für den 82 aus, dass man darlegt, welche Verletzung erfolgt ist, welches Recht aus der DSGVO verletzt wurde. Und dann ist der Verantwortliche in der Pflicht, dass er sagen muss, also er muss dann nachweisen, dass er in keinerlei Hinsicht für den Umstand, durch den der Schaden eingetreten ist, verantwortlich ist. Das ist eine Beweislastumkehr zu Lasten hier des Dokumentarfilmers. Der muss dann erklären können, warum er die DSGVO total umfassend eingehalten hat und warum er das nicht besser machen konnte. Und der Nachweis, der wird ihm natürlich schwer gelingen. Also das ist praktisch unmöglich, dass der diesen Nachweis schafft. Obwohl normalerweise bei anderen Schadensersatzansprüchen der Anspruchsteller in der Beweispflicht ist. Ich denke, wenn Ihre Verfassungsbeschwerde Erfolg hat, dann werden viele Menschen davon profitieren, auch über den Bereich der Dokumentarfilmer hinaus, von mehr Rechtsklarheit. Ja, das hoffe ich auch. Also wir haben jetzt auch nicht in allen 10 Bundesländern geschafft, eine Verfassungsbeschwerde einzureichen, sondern eben nur in ein paar Bundesländern. Aber wenn nur in einem gesagt wird, dass es da verfassungswidrig ist und dass da nachgebessert werden muss, dann wäre es schon ein großer Schritt. Also dann hätte das eine große Signalwirkung für sowohl die Dokumentarfilme als auch alle möglichen anderen Bereiche.
Hat es denn seit Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung auch schon Fälle gegeben, die Ihnen bekannt sind, wo entsprechend gegen Filmschaffende vorgegangen worden ist? Nein, also da habe ich jetzt nichts davon gehört. Ich hätte da sicher was davon gehört, aber ich habe nichts davon gehört. Und es liegt daran, denke ich, dass da entweder die Leute halt noch nicht, die DSGVO ist ja jetzt erst seit einem Jahr anwendbar, seit dem 25. Mai 2018, also ein bisschen länger als ein Jahr. Und jetzt werden da eben gerade Filme gedreht und viele Betroffene wissen wahrscheinlich noch gar nicht, dass über sie gedreht wird. Also wenn die dann, die Filme dann rauskommen, dann werden wahrscheinlich die Betroffenen aus ihren Löchern kriechen und dagegen vorgehen, so wie das immer passiert bei Filmen, in denen was Negatives über Leute berichtet wird. Und dann werden die natürlich sich auf die DSGVO auch berufen. Das ist der eine Grund, warum es da noch nichts gibt, weil eben die Filmherstellung länger dauert. Der andere Grund, warum man da noch nichts gehört hat, ist, dass die Dokumentarfilme sich auch schon danach ausrichten, wo jetzt ein Medienprivileg besteht und wo nicht. Also die informieren sich ja, die wissen das zum Teil eben schon und drehen dann möglichst da, wo sie es dürfen, und um solche Probleme gleich zu vermeiden. Und es gibt aber halt auch noch Dokumentarfilme, die wussten das nicht. Und die drehen jetzt in anderen Bundesländern, wo es vielleicht problematisch ist. Und die haben sich jetzt Gott sei Dank bereit erklärt, da so eine Verfassungsbeschwerde mitzumachen. Und wir haben jetzt natürlich beim Verfassungsgericht beantragt, dass die Daten dieser Dokumentarfilme dann auch nicht öffentlich gemacht werden. Also man kann nur vor das Verfassungsgericht gehen, wenn man jetzt im Augenblick unmittelbar betroffen ist. Das heißt, die Dokumentarfilme würden gar nicht zugelassen werden, wenn die nicht jetzt gerade tatsächlich vorhaben, in so einem Bundesland zu drehen, wo es kein Medienprivileg gibt. Und da wollen wir jetzt aber nicht alle möglichen Leute drauf stoßen, dass es da rechtliche Probleme gibt, sondern die Dokumentarfilme sollen trotz der Verfassungsbeschwerde möglichst weiter agieren können, ohne dass es jemand mitkriegt. Und deswegen möchte ich diese 5 Beschwerdeführer jetzt auch nicht näher beschreiben. Wenn man nach der Selbsterstellung vom Bundesverfassungsgericht geht, werden die meisten Fälle, die angenommen werden, ja auch ohne mündliche Verhandlung entschieden. Ich weiß nicht, ob man auch die Öffentlichkeit ausschließen kann von der mündlichen Verhandlung. Ja, wir haben es zumindest mal beantragt. Also das kann man schon machen, wenn es da bestimmte Interessen gibt. Aber wir wissen, es ist auch über den Antrag jetzt noch nicht entschieden worden. Also wir haben jetzt einfach das mal beantragt und werden sehen, was das Verfassungsgericht dann da macht. Ja, wir sind gespannt und ja, ich denke, es könnte ein größerer Schritt sein für die Meinungs- und Pressefreiheit und für eine angemessene Anwendung der Datenschutzgrundverordnung. Ja, das hoffen wir auch, ja. Hoffen wir auch sehr, ja. Also das ist das, was uns antreibt hier. Herzlichen Dank für das Interview. Ja, ich möchte noch eins sagen, bitte. Die Dokumentarfilme, die haben... Darf ich noch kurz? Ja, selbstverständlich. Ja, also die Dokumentarfilme haben natürlich wenig Geld und der Prozess kostet Geld. Und ich habe auch 3 Kinder, die ernährt werden müssen. Und jetzt versuchen wir über ein Crowdfunding die Prozesskosten reinzukriegen. Und da gibt es auf meiner Webseite einen Link, wo man dann direkt an uns ein bisschen was spenden, sage ich mal, kann. Das ist keine Spende in dem Sinn, man kriegt dann eine Rechnung. Da wird auch die Mehrwertsteuer abgezogen, aber das kommt der Sache zugute. Und da würde ich die Zuhörer bitten, dass sie da ein bisschen was bei uns lassen. Also Beträge ab 5 Euro sind möglich und es wäre toll, wenn sie uns da ein bisschen unterstützen. Dann sagen Sie bitte einmal die Webseite, wo man die genauen Daten bekommt und dann auch das finanziell unterstützen kann. Ja, www.ra.michaelaugustin.de, und da gibt es einen Link auf die Verfassungsbeschwerde und da kann man ein bisschen was zahlen. Und bis wann sollte man möglichst das finanziell unterstützt haben? Ja, so schnell wie möglich natürlich, aber gibt es keine, wir wissen jetzt da noch nicht mal, wie lange das Verfahren dauert. Das wäre immer, egal wann, Hauptsache es wird ein bisschen was gezahlt. Natürlich so schnell wie möglich, aber es gibt auch keine Frist, bis wann wir das Geld brauchen. Okay, ich hoffe,
dass viele Zuhörer ja, von das Interview schauen und dass da auch etwas an Unterstützung, dass auch Unterstützung kommt. Dann. Aber vor allem möchte ich mich bedanken, dass ich das Interview geben durfte. Ich freue mich sehr, dass ich das machen darf. Es unterstreicht auch die Öffentlichkeitswirksamkeit der Sache, also dass ein öffentliches Interesse besteht an der Sache. Ich denke, dass auch viele Blogger davon betroffen sind. Dann nicht exakt vielleicht in der gleichen Gewichtung her. Und ich denke, dass es auch vielen Bloggern hilft, da mehr Rechtsklarheit zu haben und ein Präzedenzurteil, was die verhältnismäßige Anwendung angeht. Ja. Also was uns gerade sehr nützt, sind alle möglichen Veröffentlichungen zu dem Thema. Also es tut uns auch gut, wenn dieses Video viel gesehen wird, viel geteilt wird, wenn sich das rumspricht, wenn vielleicht noch andere Medien auch noch darüber berichten, weil alles, was darüber berichtet wird, unterstreicht die öffentliche Dings, das öffentliche Interesse. Ja, ja, genau. Und es ist wieder ein Argument für das Verfassungsgericht, die Sache nicht einfach ablehnen zu dürfen. Mir fallen andere Beispiele ein, wo es das Bundesverfassungsgericht einen gewissen Eindruck gemacht hat, dass die Menschen, die es betrifft, auch wahrnehmen, dass da ein Verfahren anhängig ist. Ja, ja, ich hoffe auch, dass das sich so hier abspielen wird. Ja. Vielen Dank. Ja, zum